Was machst du da? Ich beobachte Vögel, Mia. Sicher, Lars. Ich habe eher das Gefühl, du bespannst unsere Nachbarin. Nein, ich beobachte wirklich Vögel. Mhm. Was beobachtest du denn so für Vögel? So das Arschkehlchen oder den Brüstepfeifer? Komm, lass sehen. Ah, oh, wunderschöne Vögel. Und da vorne ist doch direkt der Grindenhirsch, der sonnt sich aber ganz schön. Ich wusste gar nicht, dass sie die Sonne so lieben. Boah, ich beobachte Vögel, Mia. Du musst weiter oben gucken. Da ist der Kuckuck. Der holt gerade die Eier aus dem Nest. Mhm, klar, ich glaube, ich gehe lieber, bevor du deine Eier aus dem Nest holst. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Komm schon, heute mit dem Thema Voyeurismus. Spanner. Oh, ihr beide seid so geil. Ich hab einen Steifen. Bitte fang endlich an zu vögeln. Hätte ich doch nur meine Kamera mitgenommen. Das wäre der beste Sex, den ich jemals gesehen habe. Das ist der beste Sex, den ich jemals hatte. Sorry, kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ich hab was verloren. Was denn? Nix. Ja, das glaube ich auch, dass du hier nix verloren hast. Okay, ich geh da mal. Ich habe ja doch zwei Lesben. Tschüss. Das ist nicht meine Wohnung. Voyeurismus ist ein aus dem Französisch stammender Begriff und bedeutet so viel wie Zuschauerschaft. Der Voyeur beobachtet andere Menschen, während sie sexuelle Handlungen vollziehen. Entweder holt er sich dabei einen runter oder er sucht einen Ersatz für sein nicht ganz erfülltes Sexualleben. Also ein Spanner. Ja, du machst es dir ganz schön einfach, Mia. Was wird denn das? Was? Was machst du? Vögel beobachten. Vögel beobachten. Gib mal her, ich will mal sehen. Deine Vögel, die du beobachtest. Aha. Ja, klar. Also wenn das dein Ding ist. Ja, ich, Ich. Genau. Ja, das würde ich auch sagen. So, dann. Entschuldige mich mal, ich will wirklich Vögel beobachten. Einige Voyeure suchen den Thrill und den Kick und lieben es, eventuell erwischt zu werden. Andere wiederum haben Angst vor der eigenen Körperlichkeit. Es gibt viele Gründe dafür, unter anderem erektile Dysfunktion oder eine körperliche Beeinträchtigung. Ja, manche Voyeure können vielleicht aufgrund ihrer psychologischen Situation keine wirkliche Verantwortung für einen realen Sexpartner übernehmen. Lars, ich geh mal kurz auf Toilette, okay? Ja, mach das. Lars, was machst du da? Hey. Alles gut? Ja. Gut. Voyeurismus ist mittlerweile vollkommen in unserer Gesellschaft angekommen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seinen voyeuristischen Tendenzen nachzugehen. Zum Beispiel in Fernsehshows oder Stripclubs. Man kann zum Beispiel auch in den Swingerclub gehen. Na du Spanner, gefällt dir, was du siehst? Was soll das? Ich stehe darauf, wenn man mich beobachtet. Echt? Ich stehe darauf, Menschen zu beobachten. Geil, wir sollten mal einen Kaffee zusammen trinken. Ja, das sollen wir. So, was haben wir denn da? Einen Exhibitionisten und einen Spanner. Also ich bin kein Exhibitionist. Ich bin kein Spanner. So. Ist mir eigentlich auch scheißegal, ihr kommt ins Gefängnis. Dürfen wir zusammen? Der Exhibitionist ist quasi das Pendant zum Voyeur. Wissen beide Parteien von ihrem Glück, nennt man das Ganze Kandaulismus. Voyeurismus ist übrigens in Deutschland kein Straftatbestand. Allerdings können Bild- und Tonaufnahmen geahndet werden, wenn eine Person gefilmt wird, ohne dass sie es weiß. Und das kann sogar bis hin zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren führen. Und abgesehen davon ist es auch einfach uncool, jemanden zu filmen, ohne dass er es weiß. Hat euch schon mal jemand beim Umziehen oder beim Sex beobachtet? Oder habt ihr schon mal Leute beim Sex beobachtet? Dann schreibt es in die Kommentare.
Uns könnt ihr jedenfalls weiterhin bedenkenlos zuschauen, sogar ohne strafrechtliche Verfolgung, indem ihr einfach diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Ah, und schaut doch mal bei Instagram vorbei, die Links dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, Lars, mach doch nicht so ein Heckmeck, nur weil du mal die Nachbarn bespannt hast. Das mache ich jeden Tag. Mia, ich beobachte Vögel. Ja, belüg dich ruhig weiter. Die 60 häufigsten Vögel. Gartenvögel lebensgroß. Ja.